Abends, sobald es merklich dunkler wird, wechsle ich von dem Needlestick Albino auf den Needlestick Fire. Generell würde ich sagen, Farben sind oft mehr eine Glaubenssache. Doch habe ich früher am Rhein schon abends mit Gelb-Orange am besten gefangen und so bleibe ich bei dieser Tradition. Und raus damit! Maximale Wurfweite ist bei Bonitos oft der Schlüssel, da sie meist weit vom Ufer entfernt ziehen. Je nach Wassertiefe lasse ich den Needlestick etwas sinken, dabei flattert er schon schön und lockt so auch einige Räuber aus der Entfernung an. Halt, nochmal zurück und schauen wir uns das nochmal in Zeitlupe an. Hier sieht man eine Technik, die sich schon wiederholt bewährt hat. Nach dem Trudeln im Absinken starte ich mit einem hektischen Spurt, um dann einem interessierten Räuber mit einem langsamen, gleichmäßigen Lauf die Chance zum Zugriff zu geben. Der Fisch hat sich beim Biss quasi selber aufgehangen, dennoch hake ich nochmal nach. Eine gefährliche Situation für einen Drillaussteiger, hier stürmt der Fisch auf mich zu. Man braucht dann wirklich eine schnelle Rolle, um den Kontakt nicht zu verlieren und im Drill die Oberhand zu behalten. Bis dahin war ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich es mit einem Barracuda oder einem Bonito zu tun habe. Auch der Räuber war sich wohl zu diesem Zeitpunkt nicht sicher, was das Problem mit seiner vermeintlichen Beute ist. Doch dann stürmt der Bonito los und der eigentliche Kampf beginnt. Und ich war da wirklich in einer schwierigen Position, auf der Kante eines Betonquaders balancierend, den Bonito davon abzuhalten, in diese hineinzufahren. Hier hätte ich wirklich ein bisschen Hilfe gebrauchen können, dass man mir wenigstens mein Gaff reicht, an das ich in dieser Position schwer herankommen konnte. Aber 4 einheimische Angler, die diese Situation beobachteten, dachten nicht einmal daran, mir zu helfen. Leider ein häufig vorkommendes Szenario. Sobald der mögliche Fang gewisse Neidgefühle auslöst, ist es mit der Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft vorbei. Darauf sollte man sich stets einstellen. Und pumpen, 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 um den Fisch von den Steinen abzuhalten. Ich glaube, jedem wird hier offensichtlich, warum man keine Ruten unter 2,70 Meter Länge gebrauchen kann. Bonitos haben eine unglaubliche Kraft und Kondition für ihre Größe. Nun aber ist der Fisch landungsreif gedrillt und da sollte man niemals zögern. Schon der erste Gaff-Versuch sitzt. Ja, da weiß man, was man hat. Guten Abend. Ein paar schöne leckere Thunfischfilets oder gleich als Sushi.